Ja, warte. Ich muss nur kurz gucken, welche, was meine Aufnahme war. Hier. Ein bisschen nach links ziehen. Ein bisschen größer ziehen. Dann muss ich das hier ganz knapp dran machen. So. So, jetzt. So. Na, was genau jetzt? So besser, Kabu Kabu. Unten ist eine schwarze Leiste, den mag ich nicht. Bildschirm. Aufnahme. So. So jetzt. Ja. Das hat jetzt nur die eine Farbe, ne? Aber es ist ja besser als schwarz, ne? So, da haben wir es. Hintergrund. Genau. Genau, das erste Level haben wir geschafft. Das gucken wir uns jetzt nicht. Wobei ich glaube, das müssen wir angucken, ne? Das müssen wir uns, glaube ich, angucken. Warte mal, kann ich mich rein theoretisch, kann ich mich ja jetzt. Egal. Lassen wir es so. Guck mal, es sind immer gleich alle. Ah, ne, hier nicht. Hier fehlt die vierte Level. Okay, man muss doch die Herzen farmen bei den Leveln. Wir beginnen zu 1. Wir machen zuerst Level 1, dann Level 2, dann Level 3, dann Level 4 immer. Oh Gott. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier drücke. Mit meiner Steuerung hier. Genau, an dich erinnere ich noch. Ich mich noch. Okay, ciao. So, das ist ein Homebar. Wir müssen auf jeden Fall die Früchte alle mitnehmen. Upsa. So. Ups. Ich hab nichts mehr. Wobei, man kann ihn, glaube ich, auch auf den Kopf springen. Genau. Dann ist er instant tot. Und die kann man, glaube ich, auch zerplatzen lassen, ne? Auf dem Boden oder so. Das nicht so? Nö, anscheinend nicht. Aber hier sind halt so viele Sachen, ich muss hier gleich zurück. Ich habe keine Dinger mehr. Hier sind welche. Perfekt. Upsa, upsa, upsa. Alles verdrücken. Ich brauche mehr Eier, ja. Gebt mir eure Eier. Ich habe die gerade alle so richtig scheiße verschossen. Genau, hier sieht man quasi, wie viele Früchte ich brauche. Sobald der Rand voll ist,
ist das Level quasi abgeschlossen. So, jetzt hier hoch. Lass mich bitte hier da ruhig, danke schön. Ups, ah, der tritt mich von hier. Fettig fieser Junge. Aber ich glaube, den schaffe ich jetzt hier nicht. Ich brauche nur mehr Eier. So. Games aus meiner Kindheit ist auch was Schönes. Oh Gott, oh Gott! Fast runtergefallen. Okay, zwei Hits brauche ich für den. Oh Leute, ich hab ihn getroffen. Das. Einfach der krasse Dude. Na, hier oben war was, aber wir müssen eh nicht so viel erkunden, weil beim ersten Level müssen wir quasi nur durchrennen. Und später müssen wir halt ein bisschen gucken, was wir machen. Oh Gott. Gib mir die Frucht. Weg hier. Ich glaube, hier konnte man auch einen Stampfattacke machen, mal dem weißen Zeug, ne? Genau. Stimmt. Ach, verdammt. Okay, dann muss es alles liegen bleiben. Also ich weiß nicht, ob ich als Kind so viele Eierprobleme hatte. Aber hier ist ja zum Glück was. Hier ist denn, hier sind ja schon zum Glück Eier. Auf jeden Fall brauchen wir noch mehr. So. Eieiei. Ach. Also ich fühle mich so stark, wenn ich das Spiel spiele. Von der Steuerung her, das ist mega krass, ey. Als Kind bin ich hier durchgerannt. Aber jetzt fühle ich mich so, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Nur noch 5 Früchte. Hoppala. Genau so. Das, was man die auch so kaputt machen konnte. Genau, ja. Ich wusste es doch. Dass man die kaputt platzen kann. So. Hier geht's weiter.
Eieiei. Hallo? War kaputt? Jetzt denn endlich. Dort noch ein Ei. Noch eine Frucht. Oh lol, oh lol. Erstmal durch alles. Aber hier ist, weil die Blume konnte ich wieder hochkommen, ne? Irgendwie ja. Aber wir finden schon eine Frucht, die nicht in einem Ding ist. Ach gut. Ach du Heilige. Und wir melden das Level. Also ja, man muss nicht mal das ganze Level sehen, damit man man muss nicht mal das ganze Level spielen, um das Level abzuschließen. Man muss nur genug Früchte sammeln. So, und jedes Mal gibt es die schöne Sequenz hier mit IAO. So. Ja. Aber man hat trotzdem immer mitgesummt, ne? Oh, das Level hier kenne ich gar nicht mehr. Habe ich gar nicht mehr im Kopf, ne? Vielleicht muss ich ja den pinken immer nehmen. Den pinken Yoshi. Das Problem ist, wenn halt ein Yoshi stirbt, dann... ach, das ist das Level! Das war immer cool, das Level. Man kann da das ganze Level sehen, man muss halt nur dann nichts aufsammeln, ne? Man kann ja auch einfach so durchrennen, ohne die Früchte aufzurennen. Die Früchte zu nehmen. Ich habe so viele Früchte verpasst jetzt. Ich bin so schlecht gerade hier im Spiel. Alter, nein! Alter, hier so als Kind so oft runtergeflogen. Nein, oh Gott. Gut, ich nehme einfach den hier. Alter, wie das sich biegt, wie das aussieht. Als Kind hat man das nie, Die Luftschlangen sind verstörend in der Grafik, ja. Es reicht, wenn der Kopf sich oben dreht, ne? Oh, das ist noch ein Apfel, doch Apfel. Ich glaube, ja, ganz am Ende gibt es hier auch so einen Drachen oder sowas, wo man drauf reiten kann, ne? Aua. Dankeschön. Und weiter geht's. Genau, ich glaube hier. Und hier kann ich auch... Ah, jetzt kommen hier erstmal die ganzen Früchte, Leute. Die ich hier gleich alle wegschnipseln kann. Na, fressen, fress doch. Kann ich fressen, ich weiß nicht, wie fressen geht.
Alter, ich bin unbesiegbar. Erstmal alles wegfressen hier. So, weiter geht's. Hier kommt, glaube ich, jetzt der Drache, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, der Drachi. Wie viel brauchen wir doch? Ein bisschen brauchen wir noch. Alter. So, jetzt. Oh nein, nicht runterfallen, bitte. Oh Gott! Nein, wie mache ich? Upsi. Das war nicht so gut. Der geht jetzt ins dunkle Castle rein. Und ich muss nicht mal von vorne spielen, guck mal. Ey. Ne, die Chili will ich nicht. Hol doch ab! Ich fühle mich so steif, ne? Mit der Steuerung. Keiichi macht Platsch. Ja, anscheinend schon. Ich habe halt den Checkpoint davon, der hält nicht genau, aber ich dachte, ich habe sowieso eine Tasche. Ich hoffe, ich muss hier runter, ja. Ich hab die ganze Zeit meine Finger falsch auf der Tastatur, deswegen. Ey, aua. Noch einer. Den holen wir beim Drachen vorne. Und wenn quasi alle Farben Yoshis weg sind. Hätsche macht Fingerknoten. Fingerknoten? Da ist er, mein letzter. Und Mom. So. Hier muss ich nur anschlurpen. Lecker. Gib mir dein Essen. Gib mir dein. Oh, aua. Aua. Das war der Boss. Das Ding ist, der macht zwar einen Schaden, aber wenn man isst, wird man einfach geheilt. Also bei dem Boss kann man gar nicht sterben eigentlich. Weggeschlabbert. Genau. Wir rennen ja quasi nur durch, aber umso mehr Level man freischalten will, umso länger muss man in den Levels quasi festhängen. Weil es gibt ja. Wir machen jetzt gerade immer nur die erste Level. Es geht aber vier, da glaube ich fünf. Ich glaube vier. Und da muss man halt immer im Level bestimmte Sachen machen, um die freizuschalten, also die Herzen suchen. Und ja, ihr seht ja, jetzt habe ich hier nur die Level 1 zur Verfügung, weil ich kein Herz gesammelt habe. Und die Level werden natürlich auch schwerer, umso höher das Level ist. Aber ich denke, wir sind heute gut da dran, wenn ich jetzt nur Level 1 spiele und das nächste Mal dann weitermache.
Das Letzte habe ich, auch immer gemacht. Ich hab als Kind aber nie verstanden, wie man die Level freischaltet, ne? Ich war immer voll lost. Guck, da unten ist so ein Herz. Wenn man die aufsammelt, bekommt man pro Herz ein Level weiter. Also Level 2, Level 3, Level 4. Alter, also, wie ich mich einfach an hier noch an die ganzen Sachen erinnern kann, ist voll krass. Oh, oh, oh. Einfach alles wegschlabbern. So. Sass. Sass. Dafür gibt es auch diese Dinger hier, diese Eiertypen. Die lassen mich so gesehen über die Map springen. Falls ich irgendwo was vergessen habe oder zurück muss oder so. Deswegen werde ich Nummer 1 auch einfach nur schnell wegschlabbern, die ganzen Früchte. Und umso weiter wir die Level brauchen, umso mehr muss ich auch die Level spielen. Oh Gott. Neues Nummer 2. Guck mal, wir sind noch ziemlich am Anfang. Ich brauche noch ein paar, auf jeden Fall. Hier oben sind auf jeden Fall auch ein paar Früchte. Aua. Die mit den Stöckelschuhen habe ich noch nie gemacht. Stöckelschuhen. Sage ich schon. Komm, gib mir. Ich komme gerade mit der Steuerung noch nicht hundertprozentig klar. Muss ich sagen. Alter. Hier sind auf jeden Fall ein paar Früchtleins. Ich leck gerade meine. Nee, ist nicht verzögert. Da ist wieder verzögert gerade. Nein. Okay, brauchen wir nicht. Egal. Wir lassen uns da oben. Wie es ist. Ja. Oh Gott. Genau dieses Ding hier. Mal gucken, wie das nochmal funktioniert. Ich glaub so, ne? Ah ja, genau. Oh, ich hab sogar ein Head eingesammelt. Guck einmal an. So krass bin ich. Dann gehen wir hier rein. Oh Gott. Die habe ich auch nicht gemocht. Deswegen, die Heilpflanze ist hier nicht umsonst. Die ganzen Heilpflanzen so gesehen. Oh, wo sind die Früchtle? Ach, die ist gar keine Frucht. Hier sind nur diese. Hier ist nur das Ding. Mit Eiern? Okay, ich muss da hinten lang. Hier hin. Oh Gott. Oh Gott, auf Zeit auch noch. Nein, auf Zeit. Na, okay. Problem ist, ich komme auch nicht durch die Schnüre hier durch, ne? Wobei, ich kann durchschlecken. Wir gehen weiter. Wir brauchen ja nie alles. Was war hier? Aua, aua! Da kommen die ganzen Katzen angeflogen. War ich hier drin? Nee, war ich nicht. Hier waren diese richtig fiesen Viecher. Aber... Oh Gott, ich habe keine... Aber hier runterzukommen war scheiße. Naja, hier runterzukommen war... Oh Gott! Hier runterzukommen war echt scheiße.
Man kann die Pixel zählen von den Ketten hier. Ketten, Ketten, Ketten. Weg hier! Dum, 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 noch 5 Stück. Dum, 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 dum. Okay, wir müssen wieder zurück. Genau. Es gibt hier echt ein paar coole Level, muss man sagen. Dann gehen wir in die blaue Röhre. In die blaue Röhri. Boah, jetzt glaube ich einfach nur die andere Seite von hier. Ja, die nur die andere Seite. Okay, dann gehen wir zurück. Ich weiß nicht, warum die Röhre blau ist und da hinten grün. Da haben die irgendwas falsch gemacht. Nein. Nom 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 nom. Om nom nom. Na, hier müssen wir nicht hoch. Hier ist nur eine Ding. Wir müssen noch mal gucken, wo wir die restlichen herbekommen. Bestimmt, ah, hier unten. Genau, hier unten waren wir noch nicht. Oh Gott. Ich bin ein bisschen beunruhigend, dass die immer ein halbes Leben abziehen. Oh Gott. Weg hier. Oh Gott. Ach so, ein weißes, das ist der weiße Yoshi. Oh Gott! Da ist der weiße Yoshi da runterfallen. Pam, 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 pam. Da ist mein zweiter Yoshi tot. Mann, das ist ein brutales Game, gell? Na, wir brauchen noch ein paar. Komm weg mit dir. Egal, wir gehen hier direkt weiter. Wohin kommen wir hier? He just won. Und da haben wir's. Yoshi. Genau. Also zwei Level haben wir noch vor uns. Und ich glaube, dann kann man auch für heute gut sein lassen, denke ich mal. Machen wir quasi immer so eine Reihe pro Stream. Und danach machen wir was anderes zwischendurch. Aber hier gibt es noch richtig geile Level in dem Jungle. Das war jetzt doch ein ganz billiges Jungle-Level, aber da gibt es die anderen, sind richtig geil. Mit dem Fisch, der einen fressen will und so. Man sieht ja quasi schon, was da auf einen zukommt, wenn man die wenn man das Level hier anguckt. Aber man sieht nicht alles in jedem Level. Danke für die Headpads, Wolfi. Oh Gott, nein, oh Gott.
Genau, so geht das. Enttäuschung pur. Komm, komm, geh kaputt, geh kaputt. Ich will eigentlich unten haben. Ach, da ist nur das Ding drin. Aber das ist ein Unterwasserlevel. Na, das ist so ein Herzi. Oh Gott, hau ab! Was will der Rote von mir? Der mit der Ziso-Funktion. So. Aua. Hey, hat er mir das aus dem Mund geschlagen, Alter, im Ernst? Schon wieder? Alter, der nimmt mir einfach das Essen aus dem Mund. Was ein Fieser. Oh Gott. Oh ja, super. Hier mal diese voll krasse Gitarrenmusik hier in dem Kindergame. Oh Gott. Hier geht's weiter. Hier ist hoffentlich nicht der lange Schlong. Und doch geht's lange Schlong. Der richtig lange Schlong ist hier. Der verfolgt mich. Eieiei. Das ist fast so wie, Slither.io hier. Oh Gott. Als Kind hatte ich voll Angst vor dem. What the fuck? Dankeschön. Autsch. Ich kann gar keine Eier hier werfen, ne? Nee. Noch 5 Früchtlein. Dum 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 dum. Gut. Gut. Das war's auch schon mit Level 1 vom Wasserlevel.
Ein Level gibt's noch. Oh ja, das Level ist immer cool gewesen. Und ich glaube, ich habe so richtig selten die letzten Level von hier gespielt. Ja, jetzt erinnere ich mich voll daran. Ich habe immer übertrieben lange geschaukelt. Obwohl es gar nicht nötig war. Einfach so mega lange. Oh, oh, oh. Oh, weg hier. Gefährlich. Oh Gott. Upsala. Ach, genau, die roten Dinger. Die roten. Ich erinnere mich an die. Oh Gott, oh Gott. Ach genau, hieß das Herzchen. Und. Oh Gott, das ist sehr knapp. Sehr, sehr knapp war das. Oh Gott! Dum, 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 dum. Oh ja, diese Drehräder geil. Alter, es ist so, ist eigentlich mega cool, diese. Ups. Mega cool, diese Level wieder zu sehen, nach so vielen Jahren. Das ist bestimmt schon 15, 13, 12 Jahre her oder sowas. Wenn ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Aber jetzt müssen wir es schaffen. Ich habe kaum noch Yoshis übrig. Okay, das reicht nicht. Er lacht mich bitte runter, dankeschön. Na, reicht nicht. Okay, ich mach's doch mal übertrieben. Ich weiß nicht, warum ich es übertrieben gemacht habe immer. So. Ach genau, die Teleporter sind auch da, wenn man am Anfang stirbt, dass man sich wieder voll teleportieren kann. Stimmt. Oh krass. Wo kommst du denn her? Jetzt habe ich was für dich. Und hier ist die Nummer 1 erst, krass. Level ist riesig. Hat's Friedhof, hallöchen, wie geht's dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, oh Gott. Hallöchen. Ich habe jetzt auch mal von der Arbeit geschafft. Na, Herrlichen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, auch. Mir geht's auch ganz gut. Oh, hier vorne.
Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein! Ich spiele gerade Spiele aus meiner Kindheit. Das habe ich mir vorgenommen. Ups. Da wurde ich jetzt ein bisschen zerquetscht, ne? Ein bisschen, ein kleines bisschen, glaube ich. Ja, ich habe jetzt noch zwei Yoshis. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich nicht nochmal verrecke. Nicht nochmal verrecken, bitte. Und das nie Yoshi Story gespielt. Oh. Es ist eigentlich ein kleines süßes Game. Ich hab's als Kind sehr gerne gespielt. Ich hatte zwar eine N64, musste es mir aber mit meinen Brüdern zeigen. Oh. Und du hattest nie eine N64 gehabt, oder wie? Ich frag mich eins. Geht das? Okay, scheint nicht zu gehen. Okay, wir müssen es eben hier aufmachen, damit dem Messer timen. Okay, jetzt. Und runter da. Perfekt. Ja, wir mussten es auch teilen. Ich habe zum Geburtstag sogar die Yoshi-Variante bekommen, die 200 D-Mark oder sowas damals gekostet hat. Also richtig teuer, die Pikachu-Variante, so rum. Die Pikachu-Variante von N64 hatte ich früher gehabt. Als Kind. Die war richtig teuer damals. Die Special-Variante. Wie viel brauche ich noch? Ah, ein bisschen noch. Aber ich habe meinen Bruder und seine Freunde in mein Pokémon Stadium abgezogen. Meinst du Pokémon Puzzle League? Oder was meinst du mit Pokémon Stadium? Ha! Nein, Stadium, das war ein Minispielversammlung für. Ah, ich habe immer in Pokémon Puzzle League gespielt und da habe ich immer meine Familie abgezogen mit. Ich war der King in Pokémon Puzzle League. Ich war da richtig krass drin, warum auch immer. In Pokémon Kämpfe. Ach, warte mal, ich glaube, ich kenne das Spiel mit 3D-Grafik. Ja, ich glaube, ich kenne das Spiel sogar. Das habe ich nicht so oft gespielt, muss ich sagen, glaube ich. Also ich fühle mich gerade ein bisschen krass. Ein bisschen krass gerade hier. Und nicht so als Kind, ey, das ist doch fotorealistisch. Ja, als Kind, ne? Also, damals war das ja sogar, ne? Damals war es ja richtig krass. N64 und so. N64 war damals auch die krasseste 3D-Konsole, die es gab, ne? Damals war das halt schon krass, N64. Ich beeil mich. Oh Gott! Da hätte ich eigentlich zermanscht werden müssen. Also ganz ehrlich, eigentlich hätte ich da zermanscht werden müssen. Das gebe ich sogar zu. Ich bin aber froh, dass du da bist. Aber wir machen aber gleich Schluss. Zumindest jetzt. Weil ich wollte nur die letzten Level schaffen, dann kriegen wir den Boss hier. Vielleicht können wir noch ein bisschen länger machen. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen in Level 2 rein.
Oh Gott, geh weg. Alter, kann ich mal meine Bomben weghaben? Meine Eier, ich will die Bomben haben. Upsa. Ciao. Hier ist mein Poem. I'm the king, you're Dino Guy. Ah, was? Wie schlag ich nochmal? Okay, falsch. Ich habe nur falsch gehabt. Okay. Alter. Also, ich muss mit der Steuerung echt noch reinkommen, muss ich sagen. Oh Gott. Ach, ich bin ja unbesiegbar gerade. Und ich brauche gar nicht die Bomben, glaube ich, um den zu hauen. Es reichen auch die Eier. Okay. Hammer geschafft. Der Boss ist aber nicht schwer, weil beim Baum wachsen quasi immer die ganzen Früchte nach. Also eigentlich ist der Boss gar nicht so schwer. Man kann sich immer heilen und unbesiegbar machen quasi. Jetzt kommt der böse Bowser Junior ins Paradies rein. Ja, die besten Punkte habe ich mit 10.219. Krass. Nein, sind noch nicht alle vergriffen. Nein. Es gibt noch 4 Stück. A, A, B, D, B, D. Enter. So, das war Yoshi's Story. Nein, Spaß. Es gibt ja so viele verschiedene Level, die man freispielen muss. Also noch kann man Gründer bekommen. Wenn du ja unten drauf drückst, auf Abo kaufen, dann müsste dann da eigentlich stehen, dass du Gründer bekommst. Da müsste ein Gründersymbol stehen. Da müsste ein Gründersymbol stehen. Genau, es kommen nochmal alle Level, die wir gespielt haben. Richtig krass. Und als Kind dann immer so, boah, hier ist dann das passiert. Boah, krass. Ach, wir hatten so eine krasse Zeit in dem Spiel, ne? Wie lange hat es gedauert? Es hat jetzt gedauert, eine Stunde alle Levels zu machen, glaube ich. The Yoshis were afraid of failing, but they falling, but they walked on the clouds anyway. Up in the sky, they met Cloud and Candy, who was mean but tasted sweet. The Yoshi stumbled upon a hut. They weren't invited, but in they went. Okay, alles klar. Nerve ich euch mal nicht weiter mit meinem schlechten Englisch. Es gibt ja zu viele geile Level, ne? Die ersten Level sind noch so basic. Aber es gibt so richtig krasse Level hier bei den ganzen Dinger. They jumped in. E-L-O. Die beste Musik der Welt. Und hier gibt es auch so richtig krasse Level. Das sieht einfach so cool animiert aus, finde ich. Diese Map hier. Die ist schon beeindruckend als Kind damals gewesen, dieses Level hier. Allein schon die Animationen hier und so.
Ach man, es ist einfach nur eine Erinnerung, ja? Das Spiel ist gar nicht so beliebt, beziehungsweise so bekannt, glaube ich, beziehungsweise nicht viele haben es gespielt. Ja, das ist schon krass, gell? Also N64 war ja schon richtig krass, als sie rauskam, ne? Die waren schon die leistungsstärkste Konsole und so. Und hatten die beste 3D-Grafik generell. Aber Nintendo hat halt mit Grafik und so ist nicht mehr so viel zu sagen, aber dafür sind Nintendo-Spiele aber Liebe, ne? Also. Ich werde richtig viele N64-Spiele spielen. Und dann gehen wir zu GameCube rüber, da gibt es auch noch ein paar Spiele, die ich spielen will. Ja, das N64 war irgendwie eine schwere Zeit, finde ich. 3D-Grafik war neu und die Entwickler mussten erst darauf klarkommen. Ich finde aber, dafür haben die es richtig, richtig gut hinbekommen, ne? Mit Mario 64 und so ein Zeug. Das war schon krass. Dim, dim, dim. Dann gibt es ja Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Die ganzen Mario Party, Mario Kart Teile. Ey, ganz ehrlich, ich möchte Glover sogar spielen. Ich habe das als Kind gespielt, aber ich habe es nie geschafft, weit zu kommen, weil es irgendwie schwer war. Ich werde es spielen. Und Zelda natürlich auch. Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask werden auch hier kommen. Die ganz alten geilen Teile. Aber ich weiß nicht, ob ich andere Zelda-Spiele spielen werde. Majora's Mask, genau. Ja, finde ich auch. Ich finde das so ein geiles Zelda-Spiel. Es ist so ein geiles. Ich finde es auch besser als OOT, ganz ehrlich. Majora's Mask mit den ganzen Masken, dass du jetzt verwandeln kannst, das ist einfach krass. Das ist geil. Es war einfach wirklich ein krasses Game. Und ist es. Darf ich bitte... Was? Wo muss ich hinklicken? Hallo, hallo, hallo? Game? Ich bin doch hier auf N64 drauf. Was muss ich da drücken? Drück mal alle Tasten. Wir sind stuck in der hier, warte mal. Ich mache mal eben Bildschirmübertragung aus. Dann gucke ich mir mal die Einstellungen an, wo die ganzen Tasten liegen. Also Pause ist AS, Start ist. Also es gibt Home anscheinend. Optionen Controller. Also Enter als Start, ja, aber ich komme noch nicht weiter mit. Hä? Das Spiel ist eingefroren oder was? Ne, es leuchtet doch noch. Hä, ne, das Spiel ist nicht eingefroren, aber ich komme nicht weiter, ich kann nichts drücken. Merkwürdig. Spielstand speichern. Ich speichere mal den Spielstand vorsichtshalber. Und dann lade ich den mal. Aber man muss doch bestimmt einfach nur A drücken oder sowas. Wieso geht das jetzt nicht? Es gibt AS, es gibt dieser, es gibt CX, genau. Dann gibt es die DigiGamepad, aber es
Set. Enter. Ich mach's nochmal aus und an, also ich Emulation beenden. Und dann mache ich nochmal ROM öffnen, nochmal Yoshi Story. Wir haben ja quasi das erste durchgespielt, das heißt, wird gleich auftauchen. Genau. Dann Trial-Mode. Genau, hier haben wir, sehen wir jetzt, wir haben alle ersten Level freigespielt und es gibt quasi nochmal 1, 2 und 3. Moment. Das Titellied. Oh, ich wollte da nicht reingehen. Nein! Das ist dasselbe wie in Pikmin? Okay, könnte sein, dass sie das gemacht haben, weil ist jetzt nicht so schlimm. So. Ich möchte aber zurückgehen. Ich will hier gleich drin sein. Komme ich nie wieder raus? Set plus Start. Okay. Genau, es gibt hier natürlich noch mehr Level. Und weil jetzt der Katzenfriedhof hier da ist, machen wir noch bis 1 Uhr. Wir machen noch bis 1 Uhr. Meine Frage ist halt, kann man alle Herzen in jedem Level farmen? Also kann ich hier in Level 2 auch alle Herzen bekommen? Genau, da steht, wenn man alle, upsa, alle quasi orange färbt. Orange. Egal, machen wir jetzt nicht. Ich frage mich, ob ich hier die Herzen sammeln kann. Ich brauche jetzt ein Herz, um Level 2 im nächsten Level freischalten zu können. Aber ich weiß gar nicht, ob man die Herzen alle beim gleichen bekommen kann. Ob man die Herzen auch bei Level 2 bekommt oder bei Level 3. Das werden wir mal sehen. Oh, ganz schnell. Ganz schnell. Bäm, bäm. Ach, genau, hier ist ein Herz. Okay, es geht, okay. Ein Herz brauchen wir. Das reicht für Level 2. Dann gehen wir jetzt weiter und beenden das Level. Zum Beenden müssen wir quasi einfach genug Früchte sammeln, dass quasi die ganze Früchte voll sind. Die können wir rausblenden. Diese Nettmelonen oder wie die heißen, sind irgendwie stark in der japanischen Kultur verankert, ja. Bam, 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 bam. Also fällt mir nur so auf, die kommen in Sega und Nintendo Spielen ab und an vor. Ja, gut, ja. Das sind da, glaube ich, Honigmelone, oder? Honigmelone? Fand ich jetzt nicht so geil, als ich die mal probiert habe. Aber ich bin generell nicht so ein Honigmelonen-Fan. Ich esse Honigmelone nur selten. Wenn überhaupt. Das letzte war bestimmt schon 10 Jahre her. Oh ja, das ist cool. Das habe ich als Kind nie wirklich geschafft, zu machen. Ja, Karu. Es gibt jemanden, der mag Melonen nicht so. Oh nein, oh Gott, ich hab verkackt. Jetzt habe ich auf Check gegangen. Google sagt, dass die in Japan Neujahr für lächerliche Preise versteigert werden. What? Ich hab's komplett verkackt, das Ding jetzt zu schaffen. Egal. Wir schaffen das Level auch so. Unverwundbarkeit. Was ist Set, Kabu? Dass ich keine Melone mag. Ich mag halt generell die ganzen Kerne da drin nicht und so. Ich mag nicht so, wenn so
Zum Beispiel bei Kakao mag ich es auch nicht, wenn da noch so Kakaoklumpen drin sind und sowas. Ja, aber ich mag es trotzdem, ich mag nicht so drin rumpulen und dann essen. Nee, dass alles runtergefallen ist, ja. Ich hab's aber noch nie wirklich hinbekommen, ne? Das gibt mir halt einfach nur ein paar Früchte, also ist halb so wild. Was ist das denn? Weg da, weg da. Oh, eine Frucht. Nee, hä? Ich hab's nicht gesehen, was das war. Und zack. Ja, okay. Das Ding geht nicht weg. Mit dem Hund war auch irgendwas, glaube ich. Hätte. Da kommt nur ein Fallschirm raus mit nix. Vielleicht ein Grafikbug oder so. Hä? Alter! Was ist das denn? Ach, noch ein Herz. Lul! Was ist das denn? Ui. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was es das gibt. Ist gerade ein Grafikfehler, dass mir die Früchte nicht angezeigt werden. Ja, ich habe unsichtbare Früchte momentan. Einfach ein Grafikfehler, lol. Mach nur mal einen kleinen Gruß. Ich recherchiere weiter und Japan verkauft allgemein Früchte für viel Geld, da sie so wenig Landwirtschaft haben. Was? Ja gut, die haben nur Reisfelder, ne? Es gibt auch kernarme Melonen, die Kerne kann man mitessen, das eine Melone Bauch. Ja, das ist nicht das Problem, aber ich mag einfach nicht, wenn die Konsistenz von den Körnern da drin und sowas. Ich glaube, das war schon Level 1, 2. Ich mag es einfach nicht, wenn da so die ganzen Sachen drin rumhängen dann und so. Ich mag zum Beispiel auch nicht, wenn Fleisch irgendwie gummiartig ist. Da spucke ich das direkt aus, weil ich mag so gummiartiges Fettstück Fleisch nicht. Ich mag das überhaupt nicht. So Sachen. Hm. Ja, wenn halt so ein Fettstück dran ist, ne, so, keine Ahnung. Meistens haben die ja so am Rand so eine weiße, dicke Schicht, manchmal sogar so eine weiße Schicht. Und ich finde das so komisch halt. Aber nicht, wenn ich das drauf rumkaue, wie so ein Kaugummi. Gummiartiges Fettstück Fleisch. Nicht knusprig gebackene Schwarte, sondern bei den Minutenschnitzel zum Beispiel, wenn er so ein bisschen an dem Rand so weiß ist. Und wenn das dann quasi so beim Kauen so nicht so lecker ist, ne? Ich mag zum Beispiel auch nicht. Ich mag zum Beispiel auch nicht bei der Wurst den Anfang und den Ende, so gesehen. Anfang und das Ende. Weil da immer so ein Stück mehr Haut dran ist und da kaue ich immer so drauf rum, weil ich es nicht runterschlucken kann. Ich habe zum Beispiel auch Probleme, Tabletten zu nehmen und sowas. Das Level hier ist auch cool. Schon bei kleinen Turbtabletten habe ich das Problem schon. Wow, weg mit dir. Man sieht schon, hier ist das Level schon ein bisschen herausfordernder. Beim zweiten. Miau. Und hier ist schon das erste Herz, was wir brauchen. Das heißt, wir brauchen kein Herz mehr suchen. Das heißt, das zweite Herz haben wir. Das zweite Level ist das nächste Mal.
Also wir machen jetzt die 6 Level noch durch oder 5 Level, eins von beiden. Ich weiß nicht wie viele. Die machen wir auf jeden Fall noch. Akku heilige. Okay. Nein. Oh Gott. Und dann machen wir Schluss. Also wir machen die ganzen Level noch durch. Nummer 2. Nein! Das Lava hat mich gekillert. Wenn ich es überhaupt schaffe, ne? Nachher verrecken alle meine Kirbys. Kirbys? Meine Yoshis. Hier, mein pinken Yoshi, mit dem bin ich gut. Ein bisschen durchrennen. Secret Pässe. So. Aua. Ich muss kurz warten, bis er abhaut. Weil ich keine Eier hatte. Ja, hier bin ich neu. Bam, bam. Oh Gott. Bam, bam. Das kann ich jetzt nicht aufmachen. Yoshi Story ist ein Kindergame, aber es gibt richtig schwere Level in Yoshi Story. Und noch coole Level. Die werden noch alle sehen. Yoshi. Oh Gott, nein, okay, nicht darunter, nicht da reinfallen, bitte. Alter, nein! Oh Gott, war das knapp. Eieiei. Was macht das Game mit mir? Es gab so viele Spiele, die ich damals nicht geschafft habe und mich heute frage, welche Kinder sollen das geschafft haben? Alter. Ich finde es als Kind sowieso krass, ne? Als Kind war ein Spiel im Kopf, beziehungsweise im, ich weiß nicht wie, größer als es wirklich jetzt ist. Man sieht jetzt hier Yoshi's Story, ne? Es hat 20 oder 24 Level oder so, aber ich konnte das so lange spielen. So lange. Ich habe die Level immer wieder gespielt, weil für mich war das Spiel so, als wäre es jedes Mal ein neues Spiel und neu und anders. Zum Beispiel Mario 64 und sowas. So oft gespielt. Alter, ich bin so schlecht, ne? Ich wollte schlecken und dann habe ich einfach mich gesprungen. Ich wollte eigentlich schlecken. Wie, Alter? Habe ich nur noch 3 und ich bin nur im zweiten Level. Gothic 1 und 2. Ich habe auch damals God of War und sowas als Kind gespielt, also. Und andere Spiele, die man nicht als Kind nicht spielen sollte. Nicht da lang, bitte. Da lang. Das ist erst das zweite Level hier. Und es ist schon so ein Problem für mich. So. Gothic war 12. Aber es hatte halt derben Humor. Achso. Ah, okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft irgendwie. Yoshi! Bim, 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 bam. Das kommt auch jedes Mal, ne? Mit den Herzen, das kommt jedes Mal.
Ja, Level 2 freigespielt. Da lang. Wii, 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 wii. Alter, ich hab nur noch 3. Alter, ich weiß nicht, dass ich jetzt schon so oft gestorben. Oh, das Level. Das ist ein cooles Level. Boing. Oh nein, oh nein. Boing. Das ist eine Frucht. Meine Frucht, meine Frucht, meine Frucht. Okay, noch mehr Früchte. Boing, 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 boing. 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 Und zack. Bum, bum, böde, böde, böde. Oh Gott. So. Das ist so ein Chill-Game, ne? Eigentlich. Ein Chill-Game, was aber auch ein bisschen frustig sein kann. Danke fürs Streichen, Friedhof. Dankeschön fürs Headpad. Ah, dankeschön. Ja, natürlich, ich meine, wenn du jetzt hier reinkommst, dann kann ich nicht aufhören. Wenn mir jemand zugucken will. So bin ich nicht. Ich hab eh Urlaub, weißt du? Ich hab eh und morgens ziemlich eher spät. Um 19.20 Uhr, weiß ich gerade gar nicht. Morgens nicht. Da denke ich mir so, ja komm, mach noch ein bisschen. Ein bisschen geht noch. Da oben ist auf jeden Fall ein Herz, was ich brauche. Wir müssen nämlich ein Herz mitnehmen für das zweite Level. Oha, das war jetzt ein langer Sprung. Ich finde das so cool mit den, Sprungdingern hier. Das ist so cool gemacht. Und umso länger das Gerät, umso höher springt man auch. Niau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib mir mal die Frucht. Ja. Niau. Also ich werde auf jeden Fall auch, also Glover spiele ich, Banjo-Tooie und Kazooie. Kirby 64 auf jeden Fall. Ich finde das viel zu underrated als Game. Oh Gott. Oh Gott, bisschen weit. Ja, Kirby 64. Ich finde, das ist das beste Kirby-Spiel überhaupt. Dass du Fähigkeiten kombinieren kannst, das ist so eine geile Idee. Ich verstehe nicht, warum das nie zurückkam. Genau wie Mario Kart Double Dash. Das beste Mario Kart überhaupt. Gott, nein. Ja, ich verstehe nicht, warum das nie zurückkam mit den Kombinieren von Items und von Gegenständen hier. Das ist so merkwürdig. Mario Kart Double Dash ja auch. Wenn man zusammen auf einen Kart sitzen kann. Das ist so eine coole Idee, das macht so viel Spaß. Mario Kart Double Dash ist mit Abstand mein meistgespieltes Mario Kart. Mit Abstand. Ja, genau. Es hat so viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht mehr pushen kann, nochmal so ein zweites davon rauszubringen. Oder mal wieder Spiele wie Mario 64. Wo man so in die Bilder reinspringt. Oder wie Mario Sunshine. Wieso gibt's sowas nicht mehr?
Die Spiele sind doch so beliebt. Irgendwann habe ich so gut mit grünen Panzern, dass ich die Ballenschlacht alle abgezogen habe. Oh, das Ballonschlacht, das war so funny. Das war so schön, das die Ballonschlacht. Das hat man so gerne gespielt mit Leuten. Oh, okay, so rum. So ging das. Dungeon war leider unfertig, aber ich fand das Spiel trotzdem richtig geil gemacht, ne? Auch wenn es unfertig war. Ich fand Sunshine so ein schönes Spiel. Die Idee war gut, ja. Also, ich finde, die haben gute Ideen, aber ich finde, ganz ehrlich, man sollte Spieleentwickler nicht pushen. Wenn das Spiel noch ein halbes Jahr braucht, na und? Lass es so sein. Wenigstens das Spiel ist fertig. Ne? Ich finde es dazu schade, dass immer die gepusht werden, die so macht fertig, jetzt langsam Release. War das bei Dark Souls 1 ja genauso, leider. Also wie weit ist denn das? Ich spiele doch schon so schnell ich kann. 7! Ist schwierig, weil es teilweise um Investoren und Geldgeber geht. Ja, aber... Ich finde, wenn man ein Spiel rausbringt, das, gut läuft, quasi gut funktioniert, die Leute dann auch eher am Ball bleiben, ne? Ja, genau. Cyberpunk ist ein Spiel, was eigentlich richtig geil war, aber ich glaube, die meisten haben das gar nicht gespielt wegen dem Problem, die es gab. Ich glaube, die meisten haben es überhaupt nicht gespielt, weil die Interesse verloren ist. Deswegen. Und ich habe auch nie gespielt, deswegen. Weil ja, ich habe gesehen, oh, es funktioniert nicht, dann scheiß drauf. Das ist genauso wie mit Spielen, wenn die so ewig lang gepublished werden. The Witcher 3 ist einer meiner Lieblingsspiele. The Witcher 3 ist ein so gutes Spiel. Oh, der ist das. Ich weiß gar nicht mal, wenn man ihn sieht. Das glaube ich dir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das spielen werde. Trotz allem. Vielleicht irgendwann mal. In einem Stream. Da muss ich mal gucken. Ja, genau, sollte es releasen müssen. Ich finde es halt schade, dass die Spiele einfach so quasi kaputt rausgebracht werden. Weil das schädigt auch den Ruf des Spiels, das schädigt den Ruf der Entwickler. Weil die denken, die Entwickler sind schuld, aber sind die Entwickler gar nicht schuld. Die Entwickler werden halt nur dazu genötigt, es so schnell rauszubringen. Oh, ich verrecke hier gerade. Muss ein bisschen aufpassen. Ich verrecke hier gerade wirklich. Ach du Heilige. Ich muss eine Heilung finden. Heilung? Wo gibt's hier Heilung? Da. Okay. CD Projekt Red sind leider zu früh ins AAA-Business eingestiegen. Das kann auch sein. Ins AAA-Business. Oh, da oben ist er. Ach, du Heilige. Ich fühle mich noch richtig klankig mit der Steuerung, muss ich gestehen. Nein! Nicht springen, ich will doch erschießen. Okay. AAA-Titel. Yoshi! So, wer ist noch da? Egal. Ich kann gar nicht mehr schreiben. Doch, ich kann aber kein Ad mehr schreiben. Ist meine Tastatur umgestellt? Auf Englisch, ja. Meine Tastatur ist einfach auf Englisch gestellt. Deutsch, so. Ah, guck mal, es sind doch ein paar Leute da, hä? Alle am Lurken hier.
Meine süßen Katzebande. The Yoshi is so tall. After a tough climb, the Yoshi is found in Wieso, waiting for them at the top. With a closer look, they beat the invisible ghost and saw a castle far away. Aha. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ne? Ganz um ehrlich zu sein. Ich habe ja nur noch drei Yoshis. Ich kann zwar noch Yoshis finden, aber ich weiß nicht, wo die sind. Es gibt doch mal einen weißen und einen schwarzen Yoshi, glaube ich. Oder so irgendwie war das. Level 2. Oh, ist es das Level? Das Level könnte sehr tödlich für mich sein. Wenn es das ist, wo der Fisch mich töten will, dann könnte ich da verrecken. Mhm. Das ist ein sehr schweres Level. Ich glaube, er ist ja hier doch nie. Er ist hier doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Also die Steuerung. Und dann war es das ja krass. Ja, ich habe damit das Kind geschafft. Eieiei. Sorry, tut mir leid. Und Herz, perfekt, ist ja perfekt. Da muss ich schon mal kein Herz mehr finden. Eigentlich unter Wasser bleiben. Ja, hier geht die Party ab. Hüppe, hüppe, hoppe, hoppe. Richtig geile Musik hier, ne? Hoppe. Wer hat denn da was komponiert, ey? Wer macht denn sowas? Keiichi, ja. Überhaupt nicht. Ich habe meine Zunge nicht unter Kontrolle. Hier so, Hüppe, hüppe, hoppe, hoppe. Hätte ich einsehen können damals. Ha, easy. Spring, ha. Spring, ha. Spring, ha. Hoppe, 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 hoppe. Es ist so dumm. Hier ist auf jeden Fall noch mal ein Herz irgendwo da unten. Wir brauchen aber kein Herz. Ich nehme es aber trotzdem mal mit, warum nicht? Also ich weiß nicht, ob es da schon das Level ist, wo dieser Fisch mich fressen will. Aber es gibt auf jeden Fall ein Level, wo richtig schwer ist. Nehme ich mal lieber mit. Dim, 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 dim. Bring, ha. Alter. Lass mich da hoch. Lass mich hoch. Komm. Alter, was geht denn hier ab? Dim, 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 dim. Miau, 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 miau. Oh Gott. Oh Gott. Unterwasserlevel halt, ne? Beziehungsweise ist halb, halb Wasser und halb oben Overworld Level. Kabu Kabu. Habt ihr euch schon für den Film entschieden eigentlich, den ich gucke? Oder ja. Ach, hier ist er. Aber das ist nicht das schwere Level. Gibt auf jeden Fall noch schwierigere mit dem. Eins, glaube ich. Weil wenn der mich erwischt, bin ich quasi Instant Death. Und ich glaube, man kann den dann auch töten, ne? Nein, kann man nicht. Scheiße. Ach du Heilige, jetzt habe ich noch zwei. Das war ein dummer Versuch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Aber das Gute ist, ich kann ja rein theoretisch einfach das erste Level machen.
bis ich wieder hier bin und dann hier das zweite Level machen. Das ist rein theoretisch möglich. Happe. Und wie findet ihr die Musik? Krass, oder? Oh Gott! Alter, das Spiel ist schwerer als Dark Souls. Dark Souls ist nichts dagegen, what the fuck? Wie habe ich das als Kind geschafft immer? Happe. Jetzt habe ich nur noch eins, scheiße. Wenn ich jetzt verrecke, dann muss ich alles von vorne machen, glaube ich. Happe. Okay, jetzt muss ich mich aufpassen, muss ich aufpassen. Nee, hau ab. Nee, ich will keine Eier. Wobei. Oh Gott! Ich will hier weg, ich will hier weg, hau ab. Nein, 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 ich spring. Lass mich in Ruhe. Der kann bestimmt nicht unter mein Wasser gehen. Ja, wenn ich den wegbringe, bekomme ich einen Yoshi. Glaube ich, so war das. Alter, hier ist der Blaue. Dein Bruder. Alter, der spritzt mich voll. Der spritzt mich einfach voll. Aber der frisst mich nicht. Der frisst mich nicht. Immerhin. Alter, der nervt mich gerade. Alter. Wie schwer ist denn das bitte? Game over. Jetzt bin ich Game over gegangen. In einem Yoshi-Story-Game. Was für Scheiße. Ja, wir haben jetzt quasi die ersten Level freigeschaltet. Aber ich glaube, wir machen einfach dann morgen weiter. Das heißt, wir können die ersten drei Level machen. Bis zur Zuckerwatte. Und dann gehen wir hier diese drei Level. Und dann können wir hier rüber springen beim vierten. Dann mache ich das jetzt noch. Ach komm, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt noch. Wir machen jetzt hier Level 1. Man sieht ja quasi, welche Level ich schon gemacht habe. Diesen rot angezeigt. Die da. Alter. Wir machen das ganz schnell. Jetzt bin ich ja geübt. Ich bin eine geübte Katze. Wenn ich auch schieße, sorry, will ich morgen eigentlich schon durchspielen. Und dann zum nächsten Spiel direkt gehen. Ich brauche aber schon was zum Trinken, merke ich gerade. Mein Hals wird rau. Ganz schön Kabu. Bam. Das kann man ja zum Glück machen. Immer hier jetzt die gleichen Level machen und danach quasi, wo man gefällt ist, hingehen. Zum Glück geht das ja. Na, Kabu. Oh Gott. Okay, renn, renn, renn. Schnelli. Nein, weg, 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 weg hier. Hier bekomme ich ganze 7 Früchte.
Weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Ich dachte weg. Bum, bum. Weg mit dir. Bum, bum. Okay, 7 Früchte sind für mich. Jetzt habe ich aber genauso viele Früchte zurückgelassen. Aber egal. Wow. Ne, dich brauche ich nicht. Wobei doch, ich brauche ein Herz, ne? Ich darf nicht beenden, bevor ich kein Herz habe. Aber hier ist ein Herz, ich höre eins. Ich höre noch eins. Es ist hier unten. Ja. Okay, ein Herz habe ich. Ah ne, ich brauche kein Herz. Ich kann doch erstmal Level 1, 1, 1 machen und dann Level 2. Genau. Bim, bim, bim. Yoshi! Ja, genau. Yoshis Mut. Jetzt schon 2000 dicke Punkte. Ich wünsche, man kann das überspringen, geht aber nicht. Auf die Idee kamen sie damals noch nicht. Genau, Level 1, ich habe Level 2 nämlich schon geschafft. Nee, 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 nee. Das macht man quasi für einen hohen Score-Wert. Man hat ja eine Frucht, die gibt am meisten Punkte. Die wird am Anfang ausgewählt. Und die kann man quasi so gesehen dann nur nehmen. Das geht quasi. Aber dafür muss man auch diese Minispiele immer perfekt schaffen. Die es gibt überall. Also klar, um jetzt die ganzen Level, das Level ganz zu zeigen, wäre das schon nice. Alle drei auf einen Strand. Na so, komm, komm, komm. Komm, komm. Wie kaputt. Ja. Haben wir geschafft. Also rein theoretisch geht das an die vorbeizukommen. Ah!
Genau. Warum ist doch nicht ein Boss mit drei Drachenköpfen? Egal. Noch 5 Früchte. Ich meine, ich muss die Level sowieso zum größten Teil komplett spielen, wenn ich dann zum vierten Level will. Weil da muss ich ja quasi alle Herzen finden. Ne? Bim, 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 bim. Und fertig. Yoshi Story. Hier habe ich nur 1300 Punkte bekommen. Das ist das zweite Level. Beim dritten können wir noch das erste Level nehmen. Und beim vierten müssen wir das zweite Level nehmen. Das heißt, jetzt müssen wir einen Stern, ein Herz finden. Das wäre doch ein Spiel dann für dich, oder Kabu? Nur fressen, alles wegfressen. Alles wegschlecken. Dum, dum, dum. Genau, hier haben wir das zweite Level auch noch geschafft. Wee, 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 wee. Und wir nehmen das pinke Yoshi. Genau. Das Level mit dem. Mit dem. Drachen am Ende. Beziehungsweise, das ist gleich das Ende. Nur immer da habe ich dann die Früchte voll. War schon als Kind so. Ich glaube, hier gibt es sogar irgendwo noch was, ne? Ne, okay, doch nicht. Da vielleicht in einem anderen Level, was so ist. Gibt's noch ein anderes? So, wie ich weiß, kann man hier auch hochkommen, glaube ich. Oder? Ach, von da vorne, ne? Hier, so, und dann... Oder auch nicht. Oder von hier war's, ne? Von hier. Nee, okay. Ich glaube, man konnte aber hoch irgendwie. Ja, egal. Dum, dum, dum. So, mal gucken. Ja, man sieht einfach die Pixel auf dem Bildschirm von Yoshis Umrandungen und sowas. Das ist einfach so krass, wie es aussieht. Aber ich bin auf jeden Fall viel besser in der Steuerung jetzt. Scheiße. Da war ich ein bisschen zu, aber der kommt gleich wieder. Schon leer gesüppelt.
Mr. Pinky. Muss ich vielleicht einmal aus dem Bild raus. Damit das spawnt. Ah, da ist er wieder. Da sind noch die Wolken, glaube ich, da links, da sind so weit weg. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Uiuiui. Und hier drauf. Egal. Wir sind oben, das ist das Wichtige. Meins. Nein, danke schön. Chili brauche ich nicht. Dankeschön. Nee, dankeschön. Upsa. Gib mir Chili. Dankeschön. Dankeschön. Nein, dankeschön. Nein. Ich lasse alles fallen. Bin ich schon zu weit? Ja. Hier muss ich hin. Ich glaube, es gab noch einen anderen Weg statt den Drachen. Das gibt es aber hier erstmal die ganzen die Früchte. Okay, das reicht. Da haben wir gut abgesahnt. Ich glaube, hier oben gab es eine Röhre, genau, die Röhre. Wie gehen wir in die Röhre rein? Wohin ging es denn hier? Alissa, hallöchen! Ist dein Stream vorbei? Upsa. Wie geht's dir? Ich glaube aber, hier gab's nichts. Okay, hier gab's wirklich nichts. Hier gab's gar nichts. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Na, wie geht's dir, Alissa? Du warst arbeiten. Ach, du warst gar nicht streamen. Bis halb eins. Oh, eieiei. Das ist aber lang. Sonst hättest du mich ja bestimmt geradet, ne? Ja, guck mal diesen Drachen hier an. Die spielen gerade Spiele aus meiner Kindheit. Vielleicht. Was soll das denn heißen? Muss ich mir Sorgen machen? Alles gut. Noch eine brauchen wir. Okay, was ist das denn? Schlupp. Hallo? Was? Wetterfly werden können, ja, stimmt. Alles gut, okay, wenn du redest. Das ist deine Entscheidung. Ich will dich noch ein bisschen ärgern. So. Habe ich ein Herz aufgesammelt? Scheiße. Habe ich ein Herz? Scheiße. Upsi. Ich glaube nicht, ne? Weil Support. Ja, das ist wichtig, ne? Support ist wichtig. Ich glaube, ich habe vergessen, Herz aufzusammeln, Leute. Alter, macht mich echt tot. So. Ich glaube, ich habe wirklich vergessen, Herz aufzusammeln. Jetzt komme ich gar nicht ins zweite Level rein. Ich habe zumindest keins gesehen. Verdammt. Ja, ich habe wirklich kein Herz aufgesammelt. Nein. Eieiei. Habe ich das komplett umsonst gemacht.
Was hast du jetzt zuvor, Alissa? Wie kann ich nur vergessen, ein Herz aufzusammeln? Ich habe wieder eine Erfahrung. Hallo Flyby, wie geht's dir? Du bist gerade mit Fly im Discord. No. Nein, ich wollte eigentlich. Oh, ich wollte eigentlich noch das die zweiten Level machen und dann aufhören. Nein. Ach man, jetzt muss ich rein theoretisch von vorne beginnen. Weil jetzt hab ich hier das zweite Level gar nicht. Nein. Alles gut, nur wieder so spät, ja. Danke, dass du auch da bist. Aber ich kann jetzt rein theoretisch, upsa. Komm ich nicht raus aus dem Level? Nee, ne? Warte mal, ich tu mal ganz kurz das Spiel neu starten, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier alle Levels machen will. Und ich krieg die Levels gar nicht. Zurücksetzen. Alles von vorne. So ist es halt, wenn man ein Level verkackt, ein Herz vergisst. Weil ich will ja alle Level spielen, das bringt mir jetzt nichts. Ach du, okay, ach du Heiliger, muss ich das zu Ende spielen? Ich könnte ja auch sterben, aber. Ich könnte auch einfach ein paar Mal sterben, bis ich Endgame Over gehe. Aber es dauert ein bisschen leider. Kann ich nicht resetten? Mein Spielstand? No. Okay, es geht. Geht das wirklich nicht? Ja, schade, dass es nicht geht. Dass ich jetzt quasi mich töten muss. Komm her. Naja, gut, was sein muss, muss sein, ne? Ich kann es, glaube ich, nicht resetten. Komm nochmal. Oh nein, ich bin gestorben, schon wieder. Das ist ja frustrierend. Wie kann man das Herz vergessen? Ich weiß noch nicht mal, ob in diesem Level überhaupt. Alissa! Okay, viel Spaß im Lurk. Ja, ich muss mich halt töten lassen jetzt, ne? Ich will ja alle Level spielen. Und wenn ich jetzt hier das zweite Level auslasse, muss ich später das eh wieder nachholen. Das ist halt das Problem. Viel Spaß im Lurken, Bunny. Alissa. Wie kann man das nur vergessen, das Herz zu holen? Aber ich glaube, das mache ich dann lieber morgen. Ich töte mich jetzt und dann mach ich morgen, glaube ich, weiter. Weil ich wollte eigentlich schon um 12 aufhören. Aber dann machen wir morgen weiter. Ich töte mich noch eben, damit ich wieder von vorne anfangen kann. Und dann machen wir morgen. Das für morgen. Oh, jetzt muss mein pinker Yoshi auch dran glauben. An was glauben? Nee, komm her. Okay. Jetzt bin ich Game Over. Und dann machen wir es einfach morgen weiter, ne? Ja. Options. Nee, lass mal zurückgehen. Practice, habe ich noch nie ausprobiert. Und wenn ich jetzt vorangehe, dann ist, glaube ich.